So, guten Tag, meine Damen und Herren. Wir waren hier stehen geblieben. Wir haben einiges schon zu Projekten, auch zu Multiprojekten gehört und gesehen. Jetzt kommen wir zu einer wichtigen Grundlage für die Kommunikation zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer im weitesten Sinne. Also natürlich können Sie das auch immer in andere Kontexte übertragen, wo der eine Person, vielleicht Ihr Rektorat, sich ein Projekt wünscht und Sie dieses Projekt ausführen oder Sie wünschen sich ein Projekt und jemand anders führt das aus und so weiter und so fort. Da kommen wir immer wieder zur selben Logik. Wenn wir das richtig machen wollen, müssen wir das, was wir eigentlich wollen, was der Auftraggeber will und wie der Auftragnehmer das umzusetzen gedenkt, was der Auftraggeber will, dass man das schriftlich fixiert. Und da kommen wir genau zu den Begriffen, die Sie in die für die zu genau den Dingen, zu genau den Dokumenten, für die es in der Industrie und Wirtschaft die Begriffe Lastenheft und Pflichtenheft gibt. Wird vielleicht jetzt im schulischen Bereich nicht so heißen, aber es ist empfehlenswert, sich daran zu orientieren, natürlich nicht in voller Formalität, mit dem vollen Aufwand, aber so ein bisschen zumindest das im Hinterkopf zu halten und sich ein bisschen daran anzuneigen. So, fangen wir mal mit dem Lastenheft an. So, gut, Sie sehen hier in der Regel, aber das ist eigentlich die typische Situation. Der Auftraggeber erstellt ein Lastenheft. Auch hier wieder die gleich alle. Ja, das heißt, der Auftraggeber spezifiziert im Lastenheft, was er eigentlich will. Ja, das für das zu erstellende Produkt, beziehungsweise habe ich jetzt hier vergessen. An zwei anderen Stellen habe ich auch noch dazu geschrieben, Produkt oder Dienstleistung. Schauen wir uns gleich genauer an. Das ist natürlich eine, neben dem Pflichtenheft oder vor allem sogar noch die grundlegendere Grundlage für Rechtsstreitigkeiten. Das muss natürlich nicht gleich in die juristische Richtung gehen, aber wenn Sie mit Ihrem Rektorat da im Clinch sind, weil das Rektorat Ihnen ein Projekt aufgedrückt hat und das nicht im Lastenheft nicht alles, was das Rektorat sich eigentlich gewünscht hat, dann reingeschrieben hat, dann können Sie das dem Rektorat unter die Nase reiben und sagen, gucken Sie mal, das steht hier nirgendwo drin. Deshalb habe ich das auch nicht so gemacht. So, das heißt natürlich eben, das Rektorat in dem Fall, wenn das Rektorat Ihnen ein Projekt auf die Nase drückt, muss das sehr sorgfältig abfassen. Sie sollten im eigenen Interesse natürlich dafür sorgen, dass das Rektorat das tut, denn dass Sie dann gegebenenfalls auch mal nachhaken, was heißt denn dieses oder jenes, haben Sie nicht an dieser Stelle vielleicht noch was vergessen und so weiter und so fort, damit es gar nicht erst zu Streitigkeiten kommt, denn das Rektorat sitzt natürlich doch in gewisser Weise am längeren Hebel. So, wie fängt das typischerweise an mit einem Ist-Zustand? Ja, wir haben noch keinen Computerraum und wir wollen einen haben. Das ist der Soll-Zustand. Wir wollen einen Computerraum haben, der die und die Eigenschaften hat. Platz für so und so viele Leute. Natürlich Tageslicht. Sollte so und so bestuhlbar sein und so weiter und so fort. Also Sie sehen, bei so einer Kleinigkeit wie Computerraum muss man schon an vieles denken. So, Schnittstellen, das Produkt zu anderen Produkten. Gut, das ist in dem Fall Beispiel Computerraum weniger der Fall. Aber ich denke, es ist klar, was damit gemeint ist. Also der Kontext dessen, was hier erstellt werden soll, zu dem, was schon erstellt worden ist, beziehungsweise, ja gut, hier zum Beispiel, dass man will vielleicht zwei Computerräume haben und man hat schon einen, man will einen zweiten haben. Und Schnittstelle könnte zum Beispiel sein, dass es ein adjazenter Raum sein soll, dass er gleich auf derselben Ebene, im selben Flur sein soll oder solche Sachen könnte man sich da vorstellen. So, die Anforderungen im Detail, funktionale Anforderungen, was es so alles können soll, also dass da Arbeitsplatzrechner mit mindestens so und so viel technischen Daten, so und so guten technischen Daten für mindestens so und so viele Leute da sind, plus eine Tafel mit den und den, eine elektronische Tafel mit den und den Eigenschaften, Mindesteigenschaften und so weiter und so fort. Nicht funktionale Anforderungen, schauen wir uns das an, wie gut das Produkt sein soll. Also Gütekriterien. Gut, da wird es jetzt mit dem Computerraum ein bisschen schwierig. Lösen wir uns mal von diesem Beispiel.
Oder nehmen wir eine Dienstleistung, wie zum Beispiel eine Hotline soll aufgebaut werden. Das Projekt ist nicht die Hotline selber, sondern der Aufbau der Hotline ist das Projekt. Und dann soll das Projekt die Möglichkeit, dann soll die Hotline beispielsweise die Möglichkeit haben, mit so und so viel Personen, wenn so und so viele Personen beschäftigt werden, dass es dann einen für so und so viele Anrufer einen Service bieten kann, wo die Leute nur 10 Minuten warten müssen oder solche Sachen. Ja, das habe ich jetzt schon vorweggenommen, dass man eben für jedes Gütekriterium, wie zum Beispiel Wartezeit in der Hotline, dann einen Mindeststandard setzt, also höchstens 10 Minuten, wenn nicht mehr als so und so viele Anrufer da sind oder solche Sachen. So, ich bin natürlich weiterhin Informatiker. Nehmen wir vielleicht bei Software als ein Beispiel wieder her. Bei Software ist die Korrektheit, dass das Programm das tun soll, was es soll, das tut, was es soll. Natürlich überhaupt erst einmal die grundlegende Sache Zuverlässigkeit, dass es nicht abstürzt, dass es nicht sich irgendwie anders aufhängt, nicht in eine Endlosschleife kommt, und so weiter und so fort. Dann solche Sachen wie gute Bedienbarkeit, das ist Ergonomie oder Ergonomie geht natürlich über Software weit hinaus. Es ist ein allgemeines Thema, insbesondere in allen Bereichen der Technik und auch darüber hinaus. Look and feel, also ob das Ganze auch ästhetisch ansprechend ist, ob es angenehm ist, ob es Spaß macht, damit zu arbeiten. Sicherheit gegen Angriffe, gegen Hackerangriffe ist natürlich heutzutage ein sehr wichtiges Thema bei Software, zumindest bei jeder Software, die auf Rechnern läuft, die ans Internet angeschlossen sind und sei es auch nur indirekt über andere Rechner. Und natürlich solche Sachen wie Antwortzeiten. Ja, wenn ich da eine Anfrage stelle, dass ich da nicht ewig warte. Gucken wir uns das vielleicht nochmal bei Toucan an, als schönes Beispiel. Also natürlich nicht speziell das Produkt Toucan, sondern allgemein Studiumsverwaltung an Hochschulen, Korrektheit. Also wenn ich da irgendwo eine Note reinschreibe, dass die dann korrekt verbucht wird, nicht? Zuverlässigkeit, dass das System nicht dauernd down ist, Ergonomie, ja, dass ich weiß, also dass die Sachen, die ich alltäglich mache, recht leicht zu machen sind und dass mir die grafische Benutzerschnittstelle auch es leicht macht, herauszufinden, wie ich da rangehen soll. Da könnte man noch einiges sicherlich verbessern. Also eine gute Verbesserung, die nicht von vornherein in so einem Toucan-System drin war, ist, dass man Excel-Tabellen runterladen kann von Prüfungsanmeldungen beispielsweise, da dann die Noten reinschreiben kann und dann die Excel-Tabelle wieder hochladen kann und dann sind die Noten drin. Man muss nicht jede einzelne Note händisch eintragen. Das ist etwas Positives beim Punkto Ergonomie, etwas Negatives beim Punkto Ergonomie, vielleicht habe ich es auch bisher nicht gefunden, ist, ich kann für einen Studenten, eine Studentin, die bei mir Lehramt angelegt hat, nicht einfach mir ausgeben lassen. Gib mir doch, liebes Tukan, gib mir doch bitte mal alle Lehrveranstaltungen aus der letzten Semester, wo diese Person drin war, dass ich mir da noch mal einen Überblick verschaffen kann, sondern ich muss dann wirklich in jeder einzelnen Lehrveranstaltung schauen und dann gucken bei der Anmeldeliste, ob diese Person drin ist. Also eher problematisch, die Ergonomie an dieser Stelle. Sicherheit gegen Angriffe. Ja gut, natürlich soll es nicht so sein, dass jemand unbefugt da in ihre Noten reinschauen oder ihre Noten abändern kann, nicht? Effizienzantwortzeiten, wie lange dauert es, wenn ich zum Beispiel auf eine Lehrveranstaltung klicke und dort auf Teilnehmende klicke, wie lange dauert es, bis ich diese Teilnehmendenliste habe? Also bis diese neue Seite aufgebaut wird. Speichernutzung ist jetzt hier weniger das Problem. Das Toucan-System läuft ja auf zentralen Servern und bis jetzt habe ich nicht den Eindruck, dass die Speichernutzung auf den zentralen Servern ein Problem ist, aber das Hochschulrechenzentrum wird auch vielleicht eine andere Meinung haben, das weiß ich nicht. So, das war das Lastenheft, was der Auftraggeber erstellen muss, worin er ganz genau klar machen muss, was er will. Jetzt das Pflichtenheft. Das wird vom Auftragnehmer geschrieben, wie er das umzusetzen gedenkt. Da geht es also mehr um die technische Seite.
Der Auftragnehmer hat rechtlichen Anspruch auf Zustimmung des Auftraggebers im Pflichtenheft, aber der Auftragnehmer, das wird natürlich dadurch relativiert, der Auftragnehmer hat natürlich nicht das Recht auf Zuschlag für das Projekt. So, und das heißt also, der Auftraggeber nimmt auf Basis dieses Pflichtenheftes, also Lastenheft und Pflichtenheft, dann das Produkt ab. Und wenn er nicht der Meinung ist, dass das Produkt in abnehmbarer Form ist, dann und es zu einem Rechtsstreit kommt, dann wird das Pflichtenheft ebenfalls wichtig sein, nicht nur das Lastenheft. So, Pflichtenheft und Lastenheft sind theoretisch die Lösung des Ganzen. Aber das Problem ist, dass die menschliche Kondition, die Conditio humana der Spezies namens Homo sapiens, nicht so richtig angepasst ist auf die Logik von Pflichtenheften und Lastenheften. Wir sind eher auf informelles Verstehen, informelles geistiges Durchdringen und so weiter angepasst. Und deshalb führt es immer wieder zu Problemen, wenn man nur mit Pflichtenheft und Lastenheft operiert, dass man häufig dann doch aneinander vorbeiredet und so weiter. Und das hat die Leute nicht ruhen lassen, insbesondere in der Informatik, aber wir werden es auch später noch sehen. Viele dieser Sachen, dieser Techniken, dieser Methodiken sind aus der Informatik dann in andere Bereiche exportiert worden, in anderen Bereichen übernommen worden. So auch diese, dass man versucht, das Ganze ein bisschen aufzubereiten für die Zielgruppe. Ja, was natürlich noch hinzukommt, hatte ich vergessen jetzt zu sagen, dass die juristische Dokumente sind, die entsprechend verfasst sind. Ja, also für die tägliche Diskussion zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer sind die da nur sehr schwer geeignet. Deshalb hat man sich andere Sachen überlegt und was ich Ihnen zeigen möchte, sind zwei Sachen, User Stories und Use Cases, die wahrscheinlich so die häufigst angewendeten zusätzlichen Methodiken der Kommunikation zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer sind, der zusätzlichen Verständigung, was der Auftraggeber eigentlich möchte vom Auftragnehmer. So, die User Stories und die Use Cases, die man im Deutsch, also User Stories ist klar, wie man das ins Deutsche übersetzt. Use Cases würde man eher mit Anwendungs- als mit Nutzungsfällen oder so ähnlich übersetzen. Und ja, wie der Name User oder Use, wie der Begriff schon andeutet, geht es darum, aus Sicht des Nutzers, dass beide zusammen auf das zu erstellende Artefakt aus Sicht des Nutzers schauen. Auch was die Strukturierung angeht. Ja, ein Lastenheft hat eine gewisse Strukturierung, ein Pflichtenheft hat eine gewisse Strukturierung, die sich an den Zielsetzungen orientiert, vor allem auch an den juristischen Zielsetzungen. Die Zielsetzung, die Kommunikation zu erleichtern zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer, ist natürlich eine ganz andere und erfordert dann auch eine andere Strukturierung. Diese Strukturierung sind genau die User Stories und die Use Cases. Fangen wir mit User Story an. Das ist eine einzelne Anforderung. So wie ich das eben gesagt hatte, ich habe im Prinzip eben auch User Story verwendet, dass ich halt eine Note eintrage in Tucan oder dass ich auf eine Lehrveranstaltung klicke und mir die Teilen und dann noch auf Teilnehmendenliste gehe, um mir die Teilnehmendenliste anzusehen. Ja, das ist eine User Story direkt aus dem Leben. Ja, es macht Sinn, dafür sich eine Vorlage herzunehmen. Das ist auch, gibt vielleicht verschiedene Vorlagen, die aber im Prinzip sich ähnlichen. Ich nehme jetzt die Vorlage, die im Wikipedia-Artikel dazu, auch betrachtet wird. Und da sehen Sie schon, was es heißt aus dem Leben gegriffen. Ja, ich übersetze das mal als Prüfer. Möchte ich die Teilnehmendenliste bekommen, um zu prüfen, ob eine bestimmte Person da drauf ist oder so etwas? Das wäre eine solche User Story. Das ist die User Story aus dem Wikipedia-Artikel, die jetzt aus einem anderen Bereich kommt, die aber, denke ich, nochmal auch ein gutes Beispiel sicherlich dafür ist. So, eigentlich ist das eigentlich, ich habe schon gesagt, wenn man jetzt einen Haufen solcher User Stories hat, dann ergibt sich, wenn man muss natürlich versuchen, dass diese User Stories, die man sammelt,
möglichst breit die tatsächlichen Fälle, die auftreten können, dann abdecken, sodass man also ein gewisses Bild hat, was ist wichtig, was ist weniger wichtig. Ja, also ist es mir wichtig, wie ich eben sagte, ist es mir wichtig, zu einer Person, zu einem Studenten oder einer Studentin, wo ich vielleicht die Matrikelnummer habe, also dass ich die Matrikelnummer eingeben kann und ich bekomme eine Liste aller Lehrveranstaltungen, bei mir natürlich nur, wegen Vertraulichkeit, eine Liste aller Lehrveranstaltungen bei mir, wo dieser Student, diese Studentin in den letzten Semestern eingeschrieben war und vielleicht sogar eine Note gekriegt hat. Ja, das wäre eine User Story, die, soweit ich bisher es gefunden habe, die vom jetzigen Tugan-System nicht unterstützt wird. Hat wahrscheinlich auch niemand dran gedacht, als die Anforderungen für Tukan aufgenommen worden sind vor schon ja, bald 15 Jahren. Oh, das ist die User Story. Gehen wir jetzt zum Use Case über. Geschäftsprozess, ja, also etwas mehr, deutlich oder deutlich mehr als eine einzelne User Story. Eine einzelne User Story ist typischerweise etwas, was bei vernünftigen Antwortzeiten innerhalb von ein paar Sekunden erledigt ist. Nicht diese Beispiele hatten wir da eben. Ja, wenn es Minuten dauert oder gar Stunden dauert, dann stimmt was nicht mit den Antwortzeiten. Aber hier sehen Sie, Geschäftsprozesse sind größere Sachen, wie zum Beispiel Inventur und solche Dinge, Einstellung eines Mitarbeiters, angefangen bei der Ausschreibung, beziehungsweise erstmal die Genehmigung der Ausschreibung, dann genau Formulierung der Ausschreibung mit allen Textbausteinen, die dafür notwendig sind, dann die Veröffentlichung der Ausschreibung und dann die weitere Behandlung der Bewerber und Bewerberinnen mit Auswahlverfahren oder Hinzuziehung der Gleichstellungsbeauftragten, des Schwerbehindertenbeauftragten, Personalrat und so weiter und so fort. Ja, also Sie sehen, allein schon die Einstellung eines Mitarbeiters ist beispielsweise im öffentlichen Dienst in Deutschland wie an der TU Darmstadt ein ordentlicher, schwergewichtiger Geschäftsprozess. Was ist jetzt, der Begriff Geschäftsprozess hat schon eine klare Definition. Und das im Prinzip, ich führe jetzt nicht die Definition auf, aber Sie sehen hier, was das wichtige Merkmal eines Geschäftsprozesses ist und was der Unterschied zu einem Use Case ist. Im Grunde von der Sache her, von der Materie her, ist es dasselbe. Nur zwei verschiedene Blickwinkel auf dieselbe Sache. Ja? Beschreibung aus Systemsicht, dann haben wir da einen Geschäftsprozess, so aus interner Sicht, aus Sicht der Verwaltung, wenn man so will. Use Case ist eben aus Nutzersicht. Und auch dafür sind Vorlagen im Umlauf und man sollte sich auch an solche Vorlagen halten, damit man nichts vergisst. Auch hier nehme ich wieder die Vorlage aus der Wikipedia zu im entsprechenden Artikel. So. Was gibt es da für Rubriken? Erstmal inhaltliche Rubriken. Erstmal sozusagen ein kleiner Überblick, worum geht es denn eigentlich? Ja, also Inventur. Gut, man weiß, was eine Inventur eigentlich ist. Kann man vielleicht noch was dazu schreiben? Inventur der Lagerbestände unter besonderer Berücksichtigung von inklusive Kassenstoß oder was auch immer. Also, in welcher Situation ausgelöst wird. Also bei Inventur würden wir wahrscheinlich von einer periodischen Sache ausgehen, dass jeden Monat einmal zum Monatsdritten oder zum ersten Werktag nach dem Monatsdritten eine Inventur gemacht werden soll und die dann innerhalb von spätestens einer Woche abgeschlossen sein soll. Oder vielleicht gibt es auch noch Ausleser, dass ungeplante, unplanmäßige zusätzliche Inventuren auch ausgelöst werden, zum Beispiel, wenn von der Zentrale ein entsprechender Befehl kommt oder wenn es Verdacht auf Unstimmigkeiten gibt oder was auch immer. Vorbedingungen, alles, was erfüllt sein muss, damit der Use Case ausgeführt werden kann. Naja, zum Beispiel bei Besetzung einer Mitarbeiterstelle muss das entsprechende Budget für diese Mitarbeiterstelle freigegeben sein. Das wäre etwa eine Vorbedingung an dieser Stelle. Aber es kann natürlich auch Fälle geben, so wie Inventur. Da wird man keine Vorbedingungen wahrscheinlich haben. Nachbedingungen, was soll herauskommen? Ja, bei der wissenschaftlichen Mitarbeiterstelle soll entweder die Stelle besetzt sein mit dem auf Platz 1 oder wenn der absagt auf Platz 2 oder auf Platz 3.
Oder eben alternativ Feststellung, dass die Stelle in dieser Runde nicht besetzt werden konnte und man muss jetzt überlegen, wie man mit der Situation umgeht. Bei der Inventur soll natürlich, das ist natürlich klar, es soll ein detaillierter Überblick sein über den Bestand im Lager oder so etwas. Invarianten, also was nicht verändert werden darf. Ja, also zum Beispiel der Lagerbestand darf durch eine Inventur nicht verändert werden, sondern die Inventur ist einfach nur reingucken, wie der Lagerbestand gerade ist. Oder nehmen wir Mitarbeiter wieder, Einstellung eines Mitarbeiters. Wenn im Misserfolgsfall die Stelle wieder einkassiert wird von der zentralen Stelle, dann ist das natürlich keine Invariante, dass die Stelle nach dem Verfahren, nach dem Use Case auf jeden Fall da ist. Man kann sich meistens macht man sich das auch einfach, dass man einfach sagt, alles, was nicht thematisiert wird, soll auch nicht verändert werden. Manchmal macht es Sinn, das genauer aufzuführen, dass man sagt, die und die Sachen dürfen verändert werden, die und die Sachen dürfen aber nicht verändert werden. So, dann haben wir erstmal den Standardablauf. Ja, Einstellung des Mitarbeiters bis dahin, dass Platz 1 auf der Liste zusagt und dann eingestellt wird. Alternative Abläufe, dass Platz 1 nicht zusagt oder dass sich herausstellt, dass Platz 1 Voraussetzungen nicht erfüllt, beispielsweise wenn das jemand ist, der nicht deutscher Staatsbürger ist, dass sich dann erst beim Einstellungsprozess herausstellt, das zugehörige Arbeitsvisum hat derjenige nicht oder hat es nicht rechtzeitig verlängern können oder solche Sachen. Platz 2 sagt ab, Platz 3 sagt ab und danach kommt niemand mehr. Also ein anderer möglicher Ablauf kann eben auch sein, dass die Stelle gar nicht besetzt werden kann. Das würde man vielleicht einen fehlerhaften Verlauf dann nennen. Unterschiedliche Abläufe bei der Inventur als Beispiel. Weiß ich jetzt nicht, wie weit man da, können Sie sich ja vielleicht selber überlegen, ob es da Sinn macht, über fehlerhafte Verläufe mit zu berücksichtigen. Oder nehmen Sie sich auch andere Beispiele her aus ganz anderen Bereichen. So, technische Rubriken. Erst einmal sollte jeder Use Case einen Namen haben und eine ID. Eine ID ist ja typischerweise eine Zahl, fortlaufende Nummerierung oder sonst wie. Damit man also immer weiß, über welchen Use Case man redet, selbst dann, wenn zwei verschiedene Use Cases aus Versehen denselben Namen haben, was ja mal passieren kann. Die ID sollte eindeutig sein. So ähnlich wie Kontonummern oder Matrikelnummern oder Sozialversicherungsnummern oder Steuernummern eben eindeutig sind. Wer alles beteiligt ist, sollte man nicht vergessen. Ja, wer ist an der Inventur alles beteiligt? Wer ist einer Einstellung eines Mitarbeiters alles beteiligt an der TU Darmstadt? Hatte ich schon kurz angedeutet, dass da auch die Gleichstellungsbeauftragte zu beteiligen ist. Der Schwerbehindertenbeauftragte, der Personalrat, wobei der Personalrat, ja, der muss auch proaktiv von mir, wenn ich jemanden einstellen will, angeschrieben werden, ob er Interesse hat an den Auswahlsitzungen, an den Interviews, an den Bewerbungsgesprächen teilzunehmen und so weiter. Wie weit an diesem Use Case gediehen? Das heißt also, wir reden bei dieser eindeutigen ID nicht von dem Use Case Mitarbeiter einstellen, sondern wir reden davon, Mitarbeiter einstellen für die Stelle X im Fachbereich Y im Juni 2023 oder so etwas. Ja, das ist dann eine eindeutige Sache. Und da kann man, das heißt also zwei verschiedene, also wir haben jetzt wieder Use Case auf zwei verschiedenen Ebenen. Wir hatten das schon mal in Kapitel 1 mit dem Wort Komponente. Dass einerseits Komponente das einzelne Stück, das ich in die Hand nehmen kann, Komponente genannt wurde, und zum anderen die ganze Komponentenart als Komponente irreführenderweise bezeichnet wurde. Also
was Konkretes und was Allgemeines. Die Situation haben wir dummerweise hier auch. Use Case allgemein, Mitarbeiter einstellen und Use Case konkret, wenn bei der Umsetzung dann, wie weit es der Use Case gediehen ist, diesen Mitarbeiter so einzustellen. Andere Anwendungsfälle, Entschuldigung, verwendete andere Anwendungsfälle, also die Beziehungen zwischen den zum Beispiel eben die Stelle beantragen, das Geld, das Budget für diese Stelle beantragen. Gut, jetzt gehen wir in die Projektplanung hinein. Ja, hatten wir schon gesagt, dass das eine zentrale Aufgabe des Projektmanagements ist. Projektplanung heißt nicht, dass man am Anfang die Planung einmal macht und dann einfach alles abspult, alles durchführt, sondern wir haben am Anfang eine erste Planung, die sollten wir auf jeden Fall machen, auch wenn wir von vornherein wissen, dass mit großer Wahrscheinlichkeit diese Planung spätestens im Laufe der Projektdurchführung dann immer wieder an die konkrete Situation anzupassen ist. Weil sich eben neue Umstände ergeben, die man nicht vorhersehen konnte oder von denen man nicht sicher wusste, ob sie eintreten werden oder ob sie nicht eintreten werden. Der wichtige Punkt an der Sache ist der, ja. Sie haben in der Planung eine gewisse Vorstellung eingebaut, wie das Projekt ablaufen soll, wann was gemacht werden soll. Und irgendwann wird der Punkt sein, wo die Realität nicht mehr der Planung entspricht, weil es etwa Verzögerungen gibt. Der typische Fall, dass es irgendwo Verzögerungen aus irgendwelchen Gründen gibt. Und dann müssen Sie aber so schnell wie möglich dran gehen, gar nicht zulassen, dass die Schere zwischen Planung und Realität weit auseinandergeht, sondern so schnell wie möglich rangehen, die Planung wieder an die Realität anzupassen. Das heißt, eine Neuplanung zu erstellen, die typischerweise ja nicht so viel anders ist als die bisherige Planung, die aber diese Verzögerung mit berücksichtigt. Das heißt, so, und was heißt das, wenn wir sagen, wir planen ein Projekt? Wir haben schon gesagt, ein Projekt besteht aus verschiedenen einzelnen Tätigkeiten. Eine einzelne Tätigkeit wird man nicht als Projekt ansehen. Die macht man einfach so, ohne weitere Planung oder so etwas. Aber wenn etwas sich in verschiedene Tätigkeiten sinnvoll zerlegen lässt, wenn es Sinn macht, eine größere Tätigkeit in verschiedene einzelne Tätigkeiten zu zerlegen, die jeweils für sich geplant werden, dann wird man von einem Projekt typischerweise reden. Und der Punkt ist eben der, dass wir sagen, wann soll das gemacht werden? Typischerweise hat so eine einzelne Tätigkeit natürlich eine gewisse zeitliche Dauer. Das heißt, man wird dann den Startzeitpunkt festlegen. An dem und dem Tag soll das und das, die und die Tätigkeit beginnen. Und natürlich auch noch dazu, wenn Sie drei Kräne haben auf dem Bauprojekt, dass Sie dann auch genau schreiben, okay, diese Teilaufgabe kriegt den Kran 1, jene Teilaufgabe kriegt den Ta Kra Kran 2. Das heißt, Teilaufgabe 1 und Teilaufgabe 2 können parallel laufen, weil sie mit unterschiedlichen Kränen arbeiten, nicht denselben Kran benötigen. Also nicht denselben Kran zugeordnet bekommen haben, sollte ich genau sagen. So, die Granularität der Zerlegung ist geeignet zu wählen. Da kann man wenig vorher sagen. Ja, bei einem Bauprojekt müssen Sie sich überlegen, ob Sie jeden einzelnen Stein, jeden einzelnen Ziegelstein, den Sie vermauern lassen, als eine eigene Teiltätigkeit ansehen oder ob Sie eine ganze Wand hochmauern als eine Teiltätigkeit ansehen oder ob Sie die gesamte Maurerarbeit an einem Gebäude als eine Teiltätigkeit ansehen. Das ist sicherlich etwas, das hängt da von den Gegebenheiten ab, in welche Granularität Sie da planen sollten. Und Sie müssen ja auch nicht überall dieselbe Granularitätsstufe haben. Ja, bei bestimmten kritischen Tätigkeiten wird man vielleicht feiner planen müssen. Ja, bei der Elektrik beispielsweise wird man vielleicht ein bisschen feiner planen müssen als bei etwa Mauerwerk hochziehen. Stelle ich mir als Laie jetzt so vor. Also das sind jetzt natürlich alles keine Aussagen darüber, wie das Ganze auf einem Bauprojekt wirklich ablaufen sollte. Dann haben wir immer Reihenfolgebeziehungen. Ja, Sie können das Dach erst eindecken, nachdem Sie den Dachaufbau fertig montiert haben. Ja,
Zum Beispiel, ja. Und Sie können erst dann das Haus draufsetzen, wenn der Keller gebaut ist. Umgekehrt geht es natürlich nicht und parallel geht es auch nicht. Ja, das sind so einfache Beispiele dafür, dass Sie Reihenfolgebeziehungen haben. Teilweise Mindestwartezeiten oder Höchstwartezeiten, zum Beispiel Estrich muss trocknen. Da gibt es eine Mindestwartezeit, bis Sie dann weitere Aufbauten auf dem Estrich machen können. Wir hatten beim Stahlwerksbeispiel noch andere Beispiele für Mindest- und Höchstwartezeiten, solche Sachen halt. Dann Zeitdauer für Detailaufgabe. Da hat man natürlich Erfahrungswerte, wie lange sowas dauert, aber man hat es nicht wirklich in der Hand, wie lange das dann wirklich dauern wird. So, und das Ganze schaut man sich traditionell auch, visualisiert man sich traditionell auch. Was Sie hier oben sehen, die einzelnen grauen Rechtecke sind einzelne Teilaufgaben. So. Und die Länge eines solchen grauen Rechtecks in horizontaler Richtung soll dann proportional zur Zeitdauer dieser Teilaufgabe sein. Und hier sehen Sie, diese Pfeile sollen Reihenfolgebeziehungen sein. Also diese Teilaufgabe hier darf erst dann begonnen werden, wenn diese Teilaufgabe, also diese beiden dürfen erst dann begonnen werden, wenn diese Teilaufgabe zu Ende ist. Und diese Teilaufgabe hier in der Mitte darf erst begonnen werden, wenn beide dieser Teilaufgaben zu Ende sind. Und so weiter und so fort. Und man schreibt sowas in solche Gantt-Charts, in solche GANTT, in solche Diagramme hinein, wo Sie jetzt hier die Zeitachse sehen. Das wäre dann die Einplanung. Sie sehen jetzt hier, man hat jeweils zu jedem einzelnen dieser Teilaufgaben eine Startzeit definiert, die Sie hier einfach auf der Zeitachse ablesen können. Und Sie sehen hier, nehmen wir mal diesen Job hierher, der ist hier unten, hier in der Mitte. Der beginnt tatsächlich erst, nachdem diese beiden Teilaufgaben hier beendet sind, erst dann beginnt der hier. Ist also hier und natürlich auch an den anderen Stellen konsistent mit den Reihenfolgebeziehungen. Und dann können Sie hier zum Beispiel ablesen, vom Projektstart bis zum Projektende, die Projektlaufzeit wäre dann so und so viel. So, jetzt haben wir aber eine Problematik dabei, denn diese Zeitdauern sind nur geschätzt. Kann man, Sie erinnern sich vielleicht in der Schule an das Thema Wahrscheinlichkeiten, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Wahrscheinlichkeitsverteilung, zum Beispiel, dass eine Tätigkeit mit 60% Wahrscheinlichkeit 3 Tage dauert, mit 30% Wahrscheinlichkeit 4 Tage und mit 10% Wahrscheinlichkeit 5 Tage und mit mehr als 5 Tage mit sehr, sehr geringer Wahrscheinlichkeit, die nicht ins Gewicht fällt. Und was habe ich eben gesagt? 60% plus 30% plus 10% sind 100%. Also wir haben tatsächlich eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Habe ich sogar habe ich ja sogar hier aufgeführt. Wird häufig gemacht in der Praxis, dass man sagt, okay, wir nehmen nicht diese Wahrscheinlichkeitsverteilung her, damit können wir nicht vernünftig umgehen. Wir nehmen einfach den Erwartungswert für anstelle der Wahrscheinlichkeitsverteilung her. Was ist der Erwartungswert in dem Fall? 3 Tage mal 60% sind, was sind das? 180% plus 120%, 4 mal 30% plus 50%, was habe ich gesagt? 180 Prozent plus 120% sind 300% plus 50% sind 350% sind 3,5. Der Erwartungswert ist also 3,5, wenn ich jetzt nicht falsch gerechnet habe. Ja, also statt diese Wahrscheinlichkeitsverteilung herzunehmen, mit der ich nicht so richtig klarkomme, wo ich auch nicht so richtig weiß, was soll ich da jetzt mit eigentlich jetzt genau rechnen, nehme ich einfach. Tue ich einfach so, als ob deterministisch, ohne jede zufällige Störung, da 3,5 Tage die Wahrheit wäre. Wird sehr häufig so gemacht, wird auch so unterstützt durch IT-Tools, hat aber ein Problem, nämlich, das sage ich Ihnen nur, das arbeiten wir jetzt natürlich nicht mathematisch auf,
Wenn man so rechnet, dann wird der Erwartungswert für die Gesamtdauer des Projekts systematisch unterschätzt. Und zwar beliebig groß kann dieser Fehler werden. Das heißt also, der reale Erwartungswert für das Projekt kann beliebig weit schlechter sein als das, was wir so berechnet haben. Was noch hinzukommt, ist, dass man die Erwartungswerte jetzt eigentlich gar nicht wissen will, sondern ja, das hatten wir schon mal im Kapitel 2, als wir Erwartungswert, Median, Quantil und so weiter betrachtet hatten. Können wir jetzt hier nochmal kurz ansprechen, diese Frage. Sie wollen ja gar nicht wissen, was der Erwartungswert, wenn Sie der Geldgeber sind, was der Erwartungswert Ihres Projektes bezüglich Zeitdauer und auch bezüglich Budgets, sondern Sie wollen wissen, welche Zeitdauer wird mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit oder mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit nicht überschritten. Das ist natürlich ein ganz anderer Wert, der da rauskommt. Also muss man Unsicherheiten in die Zeitplanung einbauen. Man kann nicht einfach, wie wir das eben gesehen haben, die Unsicherheit wegrechnen, indem man die Wahrscheinlichkeitsverteilung ersetzt durch den Erwartungswert. Damit ist ja sozusagen die Unsicherheit weggerechnet. Man tut so, als ob es gar keine Unsicherheit gäbe. Und wir haben eben gesehen, das geht sich nicht auf. Also muss man Unsicherheiten in die Zeitplanung einbauen, dass eben manches länger dauert als gedacht, dass es Verzögerungen gibt beim Start oder dass die Dauern länger sind. Sollte man also die Zeitdauern eher ein bisschen zu hoch ansetzen, um auf der sicheren Seite zu sein? Problem daran ist natürlich, wenn die Zeitdauer für einen Teilschritt zu hoch angesetzt wird, dass man dann dazu neigt, das erstmal noch auf die lange Bank zu schieben und erst, wenn es wirklich brenzlig wird, mit der Zeit dann sich doch dieser Teilaufgabe zu widmen. Da muss natürlich dann das Projektmanagement gegensteuern. Eines der wichtigsten Aufgaben vom Projektmanagement auf psychologischer Ebene ist sicherlich immer der ewige Kampf gegen Prokrastination. Ja, Überzeugungsarbeit, behutsame Lenkung. Wenn es sein muss, dann eben mehr als nur behutsam diese Lenkung. So, wir müssen uns aber klar darüber sein, dass wir da bestimmte Bereiche besonders im Projekt besonders ins Auge fassen müssen. Nämlich, dafür gibt es Fachbegriff kritischer Pfad bzw. subkritischer Pfad. Kritischer Pfad ist erstmal einfacher zu verstehen und wenn wir den verstanden haben, sollte es auch kein Problem sein, subkritischen Pfad zu verstehen. Das sind Teilaufgaben, die beginnen so eine Kette von Reihenfolgebeziehungen. Die beginnen am Anfang des Projektes und hören am Ende des Projektes auf. So eine Kette, ja, so eine ganze Kette durchgehend. Also sehen wir uns gleich ein Beispiel an. Und das bedeutet ganz konkret, wenn diese Kette vom Projektbeginn bis die erste Teilaufgabe dieser Kette am Projektbeginn startet und die letzte Teilaufgabe am Projektende startet, dann heißt es, wenn da irgendwo eine Verzögerung ist, dann wird sich das Gesamtprojekt verzögern. Subkritischer Pfad ist eben, wie das Wort Sub suggeriert, nicht ganz so kritisch, nicht wirklich kritisch, aber kann kritisch werden. Wenn da eine ernsthafte Verzögerung passiert, nicht bei jeder kleinen Verzögerung, aber wenn da eine ernsthafte Verzögerung passiert, dann kann es auch zu einer Verzögerung des Gesamtprojekts laufen, führen. Und auch dafür gibt es IT-Tools zur Unterstützung. Müssen Sie nicht bei einem großen Projekt per Hand alles machen. Ich will Ihnen das erläutern jetzt anhand des Beispiels, was wir eben hatten, was wir mit kritischem und subkritischem Pfad meinen. Erst hier kritischer Pfad. Das sehen Sie nochmal hier unten. Das ist ein Beispiel für einen kritischen Pfad, der über die gesamte Projektzeitlauf von Projektstart bis Projektende durchläuft. Ja, wenn auf einen dieser drei rot gezeichneten Teilaufgaben, wenn es da irgendwo eine Verlängerung der Bearbeitungsdauer oder eine Verzögerung des Starts gibt, dann wird das ganze Projektende sich verzögern. Ja, das ist ganz unausweichlich. Egal, wie gut der graue Rest des Projektes ansonsten so läuft. Hier haben Sie einen subkritischen Pfad, das sehen Sie. Diese vier einzelnen Teilaufgaben, die eben nicht von ganz am Anfang bis ganz am Ende laufen, aber über eine sehr große Spanne der gesamten Projektlaufzeit. Wenn es kleine Verzögerungen oder Verlängerungen der Bearbeitungszeit gibt, dann passiert noch nicht viel. Aber wenn Sie
Können Sie ja genau ablesen, wie das aussieht, wenn die Verzögerungen größer sind als diese kleine Differenz zum Projektende in diesem kleinen Beispiel hier. Dann, wenn es darüber hinausgeht, dann wird sich auch wieder das ganze Projekt verzögern. Das heißt also, hier bei kritischen Fragen und subkritischen Fragen muss besonders Augenmerk gelegt werden darauf, dass da alles richtig läuft, beziehungsweise wenn es nicht richtig läuft, dass da sofort gegengesteuert wird oder zumindest die Planung angepasst werden muss. So, Projektindikatoren. Ja, wir wollen hier erfolgreiche Projekte und wir müssen definieren, was wir unter einem erfolgreichen Projekt eigentlich verstehen. Und das ist etwas, was wir reden jetzt hier nicht davon, am Ende Moment, wir reden nicht davon, ganz kleinen Moment, ich muss mal kurz stoppen. So, tut mir leid, bin wieder da. Ob das Projekt auf dem, also wir reden jetzt nicht davon, im Nachhinein zu beurteilen, ob das Projekt erfolgreich war. Das hängt, da wissen wir ja schon, da haben wir schon geklärt, was da so typische Kriterien sind, eben ob der volle funktionale Umfang vorhanden ist, ob die Gütekriterien auf Mindestniveau eingehalten worden sind und so weiter, sondern hier mittendrin, während das Projekt durchgeführt sind, ob wir da auf dem richtigen Weg sind. Und da kann man natürlich einerseits quantitative Indikatoren hernehmen, haben immer den Vorteil, dass man damit gut rechnen kann, haben aber den Nachteil, dass sie vielleicht oft das mal ein bisschen realitätsfremd sind. Oder auch qualitative. Was ist der wichtigste quantitative Indikator? Natürlich, ob der Zeitplan eingehalten wurde. Was kann man sich unter qualitativen, manche Leute sagen auch weichen Indikatoren so vorstellen? Ob die Kompetenzen im Team vorhanden sind, ja. Wenn jetzt jemand aus dem Team ausscheidet, ob dann die notwendigen Kompetenzen noch alle da sind, abgedeckt sind durch diejenigen, die noch im Team verblieben sind. Ob man da dann schon erlebt hat, dass man weiß, man ist bei der Kommunikation doch nicht auf dem richtigen Weg und solche Sachen. Auch ja, wie der Projektgeber, der Auftraggeber sich so verhält. Ob man da besser gegensteuern sollte und mit dem Auftraggeber nochmal auf eine andere Gesprächsbasis kommen muss und so weiter. Gut, also wir bleiben dabei, dass wir hier überall nur ein bisschen hineinschnuppern. Sie werden ja als angehende Lehrkräfte mit großer Wahrscheinlichkeit nie wirklich in so ganz großen Projekten mitarbeiten, sodass es für Sie auch nicht notwendig ist, da sämtliche DIN-Normen und ISO-Normen und alles kennenzulernen. Aber es ist sicherlich hilfreich, dass Sie hier ein bisschen hineinschnuppern können, dass Sie, denn Sie werden vermutlich schon mit Projekten und zum Beispiel auch mit Vorgehensmodellen für Projekte dann doch konfrontiert sein. Moment. So. Sie werden auch mit unterschiedlichen Vorgehensmodellen konfrontiert sein, die zwar zum Großteil in Informatik entwickelt worden sind, aber nicht unbedingt nur in der Informatik sind, sondern dann auch ihren Weg in Bereiche gefunden haben, teilweise sogar in schulische Bereiche. Deshalb ist es nicht falsch, davon mal gehört zu haben, das dann auch einordnen zu können. So, was verstehen wir unter solchen Vorgehensmodellen zunächst einmal? Ja, brauche ich, glaube ich, nicht weiter zu sagen. Ein Muster für das alles, natürlich mit verschiedenen zeitlichen Abschnitten. Davon wird dann besonders die Rede zu sein. Also das Projekt wird nicht in Teil, wir reden hier nicht davon, das Projekt in Teile zu zerlegen, sondern in große zeitliche Phasen, zeitliche Abschnitte, sowie Planung und Durchführung und so weiter und so fort. Darum geht es jetzt hier. Und die Aktivitäten werden dann auf diese Phasen dann auch verteilt. Das gehört mit dem Vorgehensmodell dazu. Und natürlich ist so ein Modell erstmal ein starres Korsett. Und dieses starre Korsett muss dann auch gegebenenfalls angepasst werden, wie diese Situation dann eigentlich ist. So, weiter. Fangen wir an mit dem allereinfachsten, dem Wasserfallmodell.
ein geradezu lyrischer Name für etwas sehr Profanes. Wir haben verschiedene Phasen oder auch Schritte genannt, die einfach in einer bestimmten Reihenfolge durchlaufen werden. Und zwar jeder wirklich nur einmal, ohne dass man da vielleicht wieder zu einem Schritt zurückkehrt. Und sind dann genau abgegrenzte Phasen. Wenn eine Phase zu Ende ist, geht es dann mit der nächsten Phase weiter. Also, das findet man zum Beispiel in der Form erst die Anforderungsanalyse, das ist die erste Phase eines größeren Projektes, dann den Entwurf, wie man eigentlich gedenkt, die Lösung umzusetzen, dann die Realisierung, also zum Beispiel bei einem Softwareprojekt die Implementation, dann Überprüfung und gegebenenfalls Korrektur, also zum Beispiel mit dem Kunden auf den Kundenzug zu gehen, fragen, war es das, was, lieber Kunde, was du willst? Und wenn nein, dann entsprechend noch zu korrigieren und dann das ganze Produkt auszuliefern und dann als letzte Phase dann was in ein paar Jahre dann dauern würde, was man immer mit berücksichtigen sollte bei Projekten, die halt etwa ein Produkt erstellen, dass man da ja dann noch irgendwas wie Wartung oder ähnliches hat. So, jetzt Wasserfallmodell mit Rücksprung. Das ist das einfache Wasserfallmodell, aber dieses einfache Wasserfallmodell prägt ja nicht wirklich, denn die Sachlage ist ja sehr komplex, typischerweise. Wir reden ja von sehr komplexen Projekten, die man nicht ganz durchschauen kann. Und oft genug ergeben sich erst in späteren Schritten manchmal auch Erkenntnisse, die man nicht am Anfang hatte, die man aber besser am Anfang hätte haben sollen. Tritt erst später auf. Und in so einem beispielsweise bei der Überprüfung, gegebenenfalls Korrektur, stellt sich heraus, dass die Anforderungen noch nicht hundertprozentig korrekt aufgenommen worden sind, da muss man halt wieder zurückspringen zu den Anforderungen und dann natürlich verkürzt, nicht mehr in vollem Aufwand, durch diese ganzen Stufen Anforderungen, Entwurf, Realisierung, Wiederüberprüfung durchgehen. Oder man stellt fest, die Anforderungen sind vernünftig aufgenommen, aber der Entwurf passt nicht zu den Anforderungen und dementsprechend passt auch die Realisierung nicht zu den Anforderungen. Also von der Überprüfung wieder zurück zum Entwurf, den ändern, die Realisierung entsprechend ändern und dann wieder hierhin. Das ist gemeint Wasserfallmodell mit Rücksprung. Davon abzugrenzen ist ein anderes Vorgehensmodell, was auf den ersten Blick sehr ähnlich aussieht, aber doch deutlich anders ist. Ich versuche das herauszuarbeiten. Also, wie geht man hier bei diesem Spiralmodell vor? Beim Wasserfallmodell mit Rücksprung war es so, bei Bedarf, wenn ein Fehler aufgetaucht ist, identifiziert wurde, musste man zu einer bestimmten Stelle, da wo der Fehler gemacht wurde, zurückspringen und von da aus wieder in verkürzter, vereinfachter Form alles aktualisieren, den Entwurf, die Realisierung und so weiter. Hier geht man von vornherein davon aus, es gibt bestimmte Phasen, die immer und immer wieder durchlaufen werden. Zyklisch, wie in einem Kreis durchlaufen werden, immer wieder dieselben Phasen. Wir werden gleich ein Beispiel sehen mit vier solcher Phasen, die immer zyklisch durchlaufen werden. Aber bei jedem Durchlauf ist man nicht wieder am selben Punkt angekommen, sondern man ist einen Schritt weiter bei der Realisierung des Ergebnisses gekommen. Und deshalb redet man davon Spiralmodell. Ja, was ist Sie können sich das so vorstellen, eine Spirale zu durchlaufen von außen nach innen. Da durchlaufen Sie ja immer wieder denselben Zyklus, aber da durchlaufen Sie ja immer denselben Zyklus. Aber jedes Mal kommen Sie dem Mittelpunkt, da wo Sie hinwollen, immer jedem Umlauf durch die Spirale eins weiter. Und das wäre sozusagen, jedes Mal haben Sie ein neues Zwischenprodukt, das dem Gesamtziel einen Schritt weiter gekommen ist als das vorhergehende Zwischenprodukt. Also passt es gar nicht so schlecht. Die Spirale dreht sich immer im Kreise. Sie drehen sich, wenn Sie auf der Spirale von außen nach innen laufen, immer wieder im Kreise. Aber der Radius wird immer enger und immer enger. Sie kommen Ihrem eigentlichen Ziel in der Mitte, am Endpunkt der Spirale, immer näher. So, ich hatte Ihnen hier gesagt, ich will Ihnen ein Beispiel dafür nennen. Ich glaube, da brauche ich jetzt nicht viel dazu zu sagen.
Eine Phase ist Festlegung der Ziele, also erstmal sich überlegen, was will man als nächstes, was kann man dafür tun und was muss man beachten. Dann genauer analysieren vor diesem Hintergrund, welche dieser Handlungsoptionen sind die richtige. Auch Risiken immer zu berücksichtigen, vielleicht Simulationen oder Prototypen, wenn es um Produkt geht, vielleicht einfache Prototypen zu erstellen. Ja, denken Sie beispielsweise bei Autobau, dass man erstmal kleine Spielzeugautos als Prototypen erstellt, anhand derer man schon einiges erkennen kann. Dann als dritte Phase die Realisierung und dann Planung des nächsten Zyklus. Und dann geht es wieder von vorne. Man hat jetzt einen neuen Stand, guckt dann, wohin will man als von diesem jetzigen Stand, jetzigen Zwischenprodukt als nächstes. Was kann man dafür tun? Was muss man beachten? Und so weiter und so fort. Und Prototyp wurde schon erwähnt als Name. Da können wir dann direkt anknüpfen. Prototyping, da lehne ich mich wieder auch an den Wikipedia-Artikel an, damit Sie eine möglichst barrierefreie Möglichkeit haben, da in der Literatur daran anzuknüpfen. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass dieser Artikel eigentlich ausreichend gut ist. Und ob andere Literatur, die weniger barrierefrei für Sie ist, ob die besser ist, das sei mal dahingestellt. So, das Problem an der Sache ist, dass wir wollten ja, haben ja schon gesagt, wir wollen die Kunden, den Auftraggeber einbinden. Haben auch schon gesagt, während des Projektes soll eigentlich der Auftraggeber eingebunden werden. Aber wie kann man den Auftraggeber einbinden, wenn man dem Kunden, wenn man ihm nichts vorzeigen kann, kein Zwischenprodukt so richtig vorzeigen kann, worunter sich der Auftraggeber was vorstellen kann, womit er vielleicht mal ein bisschen rumspielen kann und so weiter. Und das bedeutet natürlich auch, dass der Kunde irgendwann mal ungeduldig wird und fragt, ja, was passiert denn eigentlich? Ich habe euch einen Haufen Geld gegeben, jetzt höre ich nichts mehr von euch, außer dass alles ganz toll läuft. Wie kann ich mir denn sicher sein, dass wirklich alles ganz so toll läuft? Und es gibt irgendwie keine Basis, um überhaupt mit dem Kunden irgendwas zu besprechen, nicht? Und auch dieser Punkt, erst am Ende kann der Kunde Feedback geben und das ist dann natürlich häufig zu spät. Ja, dann ist das Projekt zu Ende, die Projektlaufzeit ist zu Ende, das Budget ist aufgebraucht und wenn jetzt noch großartige Änderungen notwendig sind, weil der Kunde nicht zufrieden ist, dann wird das schwierig. So, der Grundgedanke des Prototypings ist, dass man jetzt noch nicht von Anfang an versucht, die volle Funktionalität zu realisieren, sondern ausgewählte Teile der Funktionalität, die durchaus sehr klein sein können. Vielleicht am Beispiel von Toucan wieder, dass man halt bestimmte Sachen, wie zum Beispiel Verbuchung von Noten in einer Lehrveranstaltung drin hat, schon in diesem Prototyp, aber beispielsweise Raummanagement noch nicht drin hat. Hier ist wichtig natürlich, man will ja dem Kunden was vorzeigen können. Das ist eher das Ziel des Ganzen, dass man hier die Nutzerschnittstelle betrachtet, also vor allem betrachtet. Also im Autobau, Automobilbau, also dass man dem Kunden ein aussagekräftiges kleines Spielzeug oder dem Kunden vielleicht nicht, aber dem Management, dass die Entwicklung eines neuen Automobiltyps finanziert. Dass man dem ein kleines Spielzeug hinstellen kann, was schon wesentlichen Eindruck dazu gibt, was an diesem Automobil, an diesem neuen Fabrikat dann besonders sein wird. Ja, das adressiert natürlich das, was wir eben gesagt haben. Oder sogar nur die Nutzerschnittstelle, dass man sich nur auf die Nutzerschnittstelle konzentriert. Nehme ich mal wieder Toucan her, dass man zum Beispiel sagt, okay, als Prototyp basteln wir die gesamte Nutzerschnittstelle für die Rolle des Prüfenden oder für die Rolle des Studierenden oder für beide. Aber was dahinter passiert, wenn ich da etwa eine Note verbuche oder so etwas, das implementiere ich gar nicht, sondern das fake ich nur. Ja, ich schreibe da eine Note rein, aber die wird gar nicht verbucht. Oder ich mache sogar ein kleines Filmchen, wie da die Note reingeschrieben wird und wie dann die Verbuchung aussieht. Aber in Wirklichkeit ist das nicht durch mein System, durch meinen Prototyp gemacht worden, sondern eben gefaked in dem Video. Macht ja nichts, wenn das gefaked ist, solange der Kunde weiß, dass das gefaked ist. Weil man ihm halt frühzeitig dann schon
zeigen kann, wie das aus Nutzersicht aussieht. Also wenn man so will, eine Fortentwicklung der Idee von Use Cases und User Stories. Oder nehmen Sie zum Beispiel Navi mit einem Algorithmus, mit einem Routing-Algorithmus drin, dass man zwar die Benutzerschnittstelle, wo man dann das Ziel eingibt und alles dann schon soweit implementiert, aber der Kunde soll dann, wenn er selber damit rumspielt, nur von Darmstadt-Kantplatz nach Frankfurt Hauptbahnhof eingeben und die Route dafür ist schon vorab ohne hin berechnet worden von durch was anderes hinterlegt worden, einfach wird nicht durch den Routing-Algorithmus im Navi berechnet, denn der Routing-Algorithmus ist noch nicht implementiert worden. Man hat ja erstmal nur einen Prototyp, der im Wesentlichen aus der Schnittstelle besteht. So, jetzt kann man in zwei Weisen vorgehen. Einerseits, dass der Prototyp zum Produkt weiterentwickelt wird. Also man fängt eben an mit einem Teil der Funktionalität und baut dann alle weitere geforderte Funktionalität so nach und nach ein. Oder indem man den Prototyp verwirft und dann das Projekt, das eigentliche Produkt dann nochmal neu baut. Ja, also natürlich das Beispiel, das ich hatte mit dem neu, mit dem neuen Auto, mit der neuen mit dem neuen Autoprodukt, das erst als kleines Spielzeug gebaut wird, das ist natürlich ein Prototyp der zweiten Art. Der wird verworfen oder der kommt vielleicht irgendwo ins Museum, in der Vitrine rein oder was, aber wird natürlich nicht ausgebaut zu einem großen Auto. Und warum baut man zuerst einen Prototyp? Weil man auf Basis der Erfahrungen damit dann weiß, wie man es richtig machen will. Denken Sie beispielsweise an Strömungsdynamik. Ja? Also man baut einen Prototyp für einen neuen Autotyp oder Flugzeugtyp oder Schiffstyp, ist egal. Und kann im Windkanal oder im Strömungskanal dann die Strömungseigenschaften anhand dieses Prototyps studieren, kann daraus Erfahrung sammeln. Die muss man natürlich dann auf das große Schiff, das große Auto, das große Flugzeug dann geeignet übertragen. Das kann man nicht eins zu eins, aber man weiß, wie man es übertragen kann. Und dann kann man daraus ableiten, ob die Karosserie, wie man sie sich jetzt ausgedacht hat, mit diesen Formen, ob die gute strömungsdynamische Eigenschaften hat oder nicht. Aber eben der Prototyp selber dann nicht mehr weiterverwendet. Man kann auch beim Prototyp verschiedene Weisen vorgehen. Die beiden Extremfälle, die man natürlich auch kombinieren kann, nennt man vertikal bzw. horizontal. Horizontal ist, dass wir eine einzelne Ebene vollständig implementieren. Das war das Beispiel mit der Nutzerschnittstelle, also dass man entweder nur den Algorithmus ohne eine Nutzerschnittstelle erstmal implementiert, zum Beispiel bei einem neuen Navi-System, weil man eben erst einmal mit dem Algorithmus rumexperimentieren will, und dann bereit ist mit einer ganz einfachen Schnittstelle textuell die Daten einzugeben und die Daten rauszubekommen. Oder eben so eine rudimentäre Ein- und Ausgabe. Oder umgekehrt, wenn man eben vor allem mit einem Kunden arbeiten will, der von Informatik eben nicht so beleckt ist, dass man dann eben nicht als erstes die Algorithmen implementiert, sondern das schiebt man nach hinten, sondern als erstes erstmal die GUI. Das hatte ich ja im Beispiel auch mit Toucan, dass man erstmal die GUI oder Teile der GUI implementiert. Aber das, was dann tatsächlich passiert, wenn ich mit der GUI arbeite, das dann einfach auf eine primitive Art und Weise fest verdrahte, sodass ich jetzt auch nicht beliebig experimentieren kann, sondern ich als Kunde muss dann halt bekomme dann gesagt, ich kann jetzt nichts anderes machen, als für den und den Studierenden die und die Note einzutragen. Gut. Nun vertikal, dass man die Funktionalität von oben bis unten durchimplementiert, zum Beispiel bei Toucan, dass man eben, hatte ich schon das Beispiel, glaube ich, dass man etwa die Funktionalität Verbuchung von Noten in Lehrveranstaltungen durch den Prüfenden
von oben bis unten, von der Nutzerschnittstelle bis zur Tabellenverwaltung, dass man das einmal durchimplementiert, aber keine andere Funktionalität, kein Raummanagement, kein nichts. Ja, so dass also erst einmal der Kunde wenigstens anhand dieses Beispiels vollständig sieht, was die Sache eigentlich am Ende werden soll. Also auf allen Ebenen, deshalb vertikal. Ja, man stellt sich vor, die Ebenen sind horizontal übereinander geschichtet, also eine Ebene über der nächsten. Dann macht es Sinn, auf die Art und Weise von horizontal und von vertikal zu reden. Bei Webportalen aller Art, da können Sie wieder an Tucan denken, eben alles der Controller, der zwischen der Nutzerschnittstelle und der Datenbank und den Algorithmen liegt. In der Informatik sprechen wir auch von Frontend und Backend. Also Frontend ist die Nutzerschnittstelle und Backend ist die eigentliche Logik, die Datenbankverwaltung im Fall von Toucan. Eben ein kleiner Ausschnitt, weil wir wollen ja möglichst schnell mit dem Kunden ins Gespräch kommen, ob es das ist, was der Kunde will. Und dementsprechend machen wir nur einen kleinen Ausschnitt, weil der halt schnell geht. So, es gibt auch noch die evolutionäre Form des Prototyps, die in gewisser Weise eine Erweiterung von vertikal ist, dass man eben schrittweise in die Breite geht. Also Prototyping heißt ja erstmal ein Prototyp und dann das Ganze, sozusagen in zwei Schritten. Das kann man natürlich auch nochmal erweitern, dass wir das nicht in zwei Schritten machen, sondern in vielen einzelnen Schritten. Sind wir wieder durchaus Ähnlichkeiten zum Spiralmodell. Also die verschiedenen Vorgehensweisen sind nicht wirklich voneinander abgrenzbar. Man kann auf dieselbe Vorgehensweise auf die eine Art und wie auf die andere Art schauen. Das heißt also immer mehr Funktionalität einbauen, aber eben immer gleich alles von der Nutzerschnittstelle bis zur Datenverwaltung, Algorithmen und so weiter. Jetzt noch die Unterscheidung experimentell, beziehungsweise eben nicht die Unterscheidung, sondern ich habe darüber gebrütet. Also ich sehe wenig Sinn darin, es ist möglich, aber ich sehe wenig Sinn darin, scharf zwischen explorativ und experimentell zu unterscheiden. Deshalb möchte ich das hier auch nicht tun. Kann man, wenn man will. Anhand des Prototyps die Tauglichkeit des Konzepts nachweisen. Das war eben ein Beispiel mit dem kleinen Spielzeugauto im Strömungskanal. Der Begriff dazu in Managementsprache ist Proof of Concept. Auch das Konzept zur Reife bringen, also dass man eben nachjustiert, wenn die Ergebnisse im Strömungskanal nicht so besonders toll sind, dass man eben am Prototyp noch ein bisschen dran rumbastelt und nicht gleich an einem großen, teuren Auto, an so einem kleinen Auto halt und dabei dann natürlich auch entsprechende Erfahrungen sammelt, wie hoch der CW-Wert beispielsweise dieser Karosserie dann tatsächlich sein wird. Und natürlich auch das wieder, dass man dem Kunden dann das Spielzeugauto zeigt und guckt, ob dem das Spielzeugauto gefällt. Natürlich jetzt nicht der Endkunde, der dann am Ende das Auto kaufen soll, obwohl auch das macht durchaus Sinn, ausgewählte Endkunden schon von frühzeitig mit einbeziehen, um zu sehen, ob das, was man dann baut, dann tatsächlich auch gekauft werden wird. Ja, und der wird dann natürlich in der Regel verworfen. Muss nicht sein, hier kommt je nach Situation an, aber typischerweise ist das. So, jetzt kommen wir zur Diskussion Prototyping. Vorteile, wir haben ja bestimmte Zielsetzungen benannt, die durch andere Vorgehensweisen nicht wirklich so erfüllt werden und haben jetzt auch gesehen, dass diese Zielsetzungen durchs Prototyping durchaus erfüllbar sind, dass man frühzeitig erkennen kann, dass der Kunde nicht mit dem, was man da macht, zufrieden sein wird und solche Sachen. Aber in der Variante, wo der Prototyp verworfen wird, hat man natürlich mehr Aufwand, mehr Arbeit. In der anderen Variante, wo der Prototyp weiterentwickelt wird zum Produkt, ist das Problem, dass man eben erst einmal beim Bau des Prototyps Ad-hoc-Entscheidungen getroffen hat, die man dann nicht mehr so ohne weiteres rückgängig machen kann. Ja, man hätte, wenn man von vornherein das Gesamtprodukt konzipiert hätte, hätte man manche Entscheidungen anders getroffen, wie erst einmal, wenn es nur um den Prototyp geht. Das kann man versuchen, weitestgehend zu vermeiden, dass man immer schon auch an das Endprodukt denkt und nicht nur an den Prototyp, aber es ist natürlich eine schwierige Sache, wird man nie ganz schaffen. Und dann kommt noch hier hinzu, wenn man nur an einem Prototyp bastelt,
dass man da viel bastelt und wenig dokumentiert. Das ist natürlich eine Hypothek für das Endprodukt, wenn man aus dem Prototyp dann ein Endprodukt weiter bastelt. Gut, ich möchte dann zu einer ganz anderen Form von Projektdurchführung kommen, die in den letzten Jahren auch außerhalb der Informatik, also stammt auch wieder aus der Informatik, soweit ich weiß, die aber in den letzten Jahren doch mehr und mehr auch außerhalb der Informatik Anwendung findet. Ob das eine sinnvolle Sache ist, dass sie außerhalb der Informatik Anwendung findet, inwieweit es sinnvoll ist innerhalb der Informatik, das will ich mal dahingestellt sein lassen. Ein bisschen diskutiere ich da auch dann am Ende wieder die Vor- und Nachteile, die Situation, in denen es Sinn macht, die Situation, in denen es weniger Sinn macht. So, was ist das Problem, das Ausgangsproblem, das zu agiler Projektdurchführung, zu diesem Gedanken geführt hat? Das Problem ist, das hatten wir schon mehrfach gesagt, dass das, was die Anforderungen sind, häufig gar nicht so richtig formulierbar ist, sei es, dass der Kunde nicht in der Lage ist, so präzise zu kommunizieren, wie wir das im Kapitel 1 gesagt haben, oder sei es, dass die Anforderungen auch selber unklar sind, auch im Laufe des Projektes erst so nach und nach sich entwickeln werden. Ja, das kann verschiedene Gründe haben, warum die Anforderungen am Anfang nicht in so einem Lastenheft einfach so mal eben hingeschrieben werden können, beziehungsweise sich auch ständig ändern können. Moving Target, hatte ich gesagt, ist im Business Englisch der Begriff dafür, also sich bewegendes Ziel. Und der agile Ansatz ist jetzt der, dass wir ähnlich wie durchaus in den bisherigen betrachteten Vorgehensweisen iterativ in kleinen Schritten vorangehen, aber im Gegensatz zu den bisherigen Vorgehensweisen sind diese einzelnen Schritte noch nicht vorher definiert. Also wir haben ja beim Wasserfallmodell beispielsweise, legen wir vorher fest, was ist Schritt 1, Anforderungsanalyse beispielsweise, was ist Schritt 2, beispielsweise Entwurf und so weiter. Und hier ist es so, dass man sozusagen auf Sicht kurzsichtig hier arbeitet. Wir wissen, wenn wir einen Schritt bearbeiten, noch nicht, was der nächste Schritt sein wird. Also hat man eben, weil man eben kein Gesamtbild hat, man kann dieses Gesamtbild häufig nicht so richtig haben, weil man gar nicht weiß, was die genauen Anforderungen sind, wohin das Ganze also gehen soll, sondern eben auf Sicht. Und der entscheidende Punkt ist eben immer vorzeigbar, immer von einem vorzeigbaren Zwischenstand zum nächsten. Man kann jedes einzelne dann als ein einzelnes Projekt, so ähnlich wie im Spiralmodell, einen Durchlauf durch die Spirale, kann man auch, wenn Sie sich an das Beispiel von Böhm erinnern, von vor ein paar Folien, kann man jeden einzelnen Durchlauf ja auch wieder als ein einzelnes Projekt ansehen und so ähnlich dann hier auch. Oder sogar noch konsequenter, eben mit Anforderungsanalyse bis Qualitätssicherung, das, was wir bisher identifiziert haben, als typischer Schritt in einem Projekt. Das war bei dem Spiralmodell in der Ausgestaltung von Böhm nicht so, da ging es eher um allgemein. So, agile Projektdurchführung hat Erfordernisse, stellt Anforderungen an das Projektteam. Erst einmal, wenn das sozusagen jedes Mal, also wir brauchen sämtliche Expertisen, die für ein solches Projekt notwendig sind. Wenn jeder einzelne Schritt so ein kleines Teilprojekt ist, brauchen wir die ganze Zeit. Wir können nicht sagen, okay, nächsten Monat kommt da so ein Planungsteam und macht die Planung, übernächsten Monat kommen die Implementierer und implementieren die Planung und so weiter und so fort, sondern das Gesamtteam muss die gesamte Expertise drin haben. Planung, Realisierung, testen, überprüfen und so weiter und so fort. Und natürlich auch, denn es geht ja immer auch darum, den Kunden frühzeitig einzubeziehen, gerade wenn wir in der Situation sind, wo agile Projektdurchführung sinnvoll ist, dass eben die Anforderungen nicht so ganz klar sind oder sich auch ändern können. Da ist es wichtig, immer den Kunden mit einzubeziehen. Und wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, dann kann das Team autonom reagieren, muss nicht auf andere warten. Ja, die Implementierer müssen nicht auf die Planer warten und so weiter und kann dementsprechend
eben agil agieren, schnell und flexibel. So würde ich vielleicht agil hier übersetzen. Also hat nichts mit der Agilität von Hunden oder so zu tun, obwohl man da vielleicht schon auch Ähnlichkeiten feststellen könnte zwischen den verschiedenen Begriffen von Agilität. Aber agil, vielleicht schnell und flexibel, könnte man so übersetzen. Selbstorganisierend, also dass es nicht von außen gesteuert wird, das würde zu viel Zeit kosten, wenn immer erst Rückversicherung sein müsste in jedem Projektschritt mit einer äußeren Instanz, die das Projektteam steuert. Das Projektteam muss eben entsprechend autonom arbeiten und muss dementsprechend auch sehr eng und intensiv zusammenarbeiten. Ja, also es kann nicht jeder in seinem Homeoffice, gut, Homeoffice geht sicherlich schon, aber es kann nicht jeder so in seinem stillen Kämmerlein arbeiten und irgendwann kommt man wieder zusammen und stellt fest, die Sachen, die die einzelnen Leute gemacht haben, passen nicht zusammen. Ja, wenn wir ein ganzes Projekt in so einen Schritt komprimiert haben, mit allem drum und dran, von der Anforderungsanalyse bis zur Qualitätssicherung, wenn wir das so komprimieren in einen einzelnen Schritt von überschaubarer Zeit, dann muss dann entsprechend auch die Zusammenarbeit entsprechend komprimiert werden, muss mehr sein, häufiger sein, täglich. Homeoffice geht natürlich, aber ideal ist Homeoffice dann bei sowas natürlich nicht unbedingt. So, also der Vorteil ist erst einmal das, was man damit erreichen will, immer wieder Zwischenprodukte von einem Schritt zum nächsten. Der Kunde wird bei Laune gehalten, kann häufig sehen, ob das immer noch auf seiner Linie ist und kann sich auch häufiger einmischen, kann Feedback geben, ob das auf Linie ist oder ob man da noch nachjustieren müsste. Wir haben allerdings einen Unterschied zum Prototyping. Hier nehme ich, dass die Zwischenschritte immer voll einsatzfähig sein sollen, auch wenn sie nicht immer die volle Funktionalität haben müssen und eben auch nicht experimenteller Natur nur sind. So, dann kommen wir allerdings, wir sind jetzt bei der Diskussion, dann kommen wir allerdings zu den Nachteilen der agilen Projektdurchführung, dass man grundsätzlich nichts vorab planen kann. Nicht? Agile Projektdurchführung ist nicht dafür ausgelegt, dass man vorab eine Planung macht, ganz im Gegenteil. Das ist ja geradezu die Idee, dass man nicht von vorne dann immer wieder anpassen muss, weil man eben häufig Situationen hat, wo man von vornherein gar keinen Plan erstellen kann. Und bei agiler Projektdurchführung gibt man das dann von vornherein auf, sodass man also sagen kann, es ist nicht nur nicht notwendig, dass man von vornherein plant, sondern es ist auch gar nicht möglich. So, und das führt natürlich dazu, potenziell dazu, dass der Kunde dann doch nicht so unbedingt bei der Laune bleibt, wenn er sieht, dass da die Zeit und die Kosten ihm da durch die Finger rinnen. Also das ist eine große Gefahr an dieser Stelle. Und die zweite Problem ist, was schon beim Prototyping auch angeklungen ist, dass wir Stückwerk, Frickelwerk am Ende haben werden und kein stringent durchgeplantes Produkt. Das ist dann natürlich später auch bei Fehlersuche, bei Weiterentwicklung, bei Wartung und so weiter ein ganz großes Problem, wenn man da kein Produkt hat, was irgendwie innere, logische, konsistente Struktur hat, sondern eine Zusammenstückelung ist. Also auch die agile Projektdurchführung ist nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern hat eben ihre Vorteile und ihre Nachteile und hat dementsprechend bestimmte Einsatzgebiete, wo es sinnvoll ist und andere, wo es nicht so sinnvoll ist. Und das ist jetzt genau der Punkt. In dieser Folie hier, da wo wir genau die Situation haben, die eingangs beschrieben wurde, wo es gar nichts anderes geht, ja, da ist natürlich agile Projektdurchführung die Methode der Wahl, denn es gibt keine andere Methode der Wahl. Ich will jetzt hier nicht weiter ins Detail gehen. Es gibt Studien dazu, die Sie auch verlinkt sehen von der Wikipedia, von anderswoher. Aber leider natürlich ist es ein sehr komplexes Thema, wo man nicht unbedingt erwarten kann, dass es irgendwann mal eine wirklich klare Studienlage gibt, die einem klare Anweisungen gibt. Wenn das Projekt von der und der Art ist, dann mach agile Projektdurchführung. Wenn das Projekt
von der und der Art ist, mach lieber die und die Projektdurchführung und so weiter und so fort. Kombinationen aus agil und nicht agil kann man auch versuchen. Gut, das ist jetzt dann die letzte Projektvorgehensweise. Ist eine Form von agiler Projektdurchführung, erwähne ich aus zwei Gründen. Erstens mal, um nochmal das Thema agile Projektdurchführung zu konkretisieren und zweitens, weil Scrum besonders intensiv aus der Informatik in andere Bereiche gekommen ist. Scrum ist findet man überall, auch im schulischen Kontext durchaus. Ich vermute mal, das wird noch eine Weile so bleiben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Sie mit dem Thema Scrum in der einen oder anderen Form in Kontakt kommen werden. Also, hatte ich gesagt, agile Projektarbeit wird viel eingesetzt, hat vielleicht auch was zu tun, weil Scrum so ein schönes Buzzword ist, so marketingtauglich. So, wir haben vieles von der agilen Projektdurchführung hier etwas konkretisierter. Zum Beispiel die Schritte, diese einzelnen Teilprojekte, von denen ich rede, haben hier einen speziellen Namen, nämlich Sprints. In der Vorstellung eben, man macht jetzt einen Sprint, man ackert durch, um von einem Zwischenzustand zum nächsten zu kommen und dann hält man wieder inne, hält man an und diskutiert dieses Ergebnis und dann macht man wieder den nächsten Sprint. So, und das sind dann eben entsprechend diese Schritte. So, So, aber aber wir wir sind sind bei bei Scrum Scrum sehr sehr rigide rigide dabei, dabei, dass dass wir wir wirklich wirklich ein ein Schema, Schema, zeitliches zeitliches Schema Schema auch auch aufsetzen aufsetzen und und auch auch ein ein methodisches methodisches Schema Schema dabei dabei aufsetzen, aufsetzen, während während agile agile Projektdurchführung Projektdurchführung erst erst einmal einmal nur nur sehr sehr viel viel Freiraum Freiraum lässt, lässt, lässt lässt Scrum Scrum weitaus weitaus weniger weniger Freiraum. Freiraum. Zunächst Zunächst mal, mal, dass dass die die Sprints, Sprints, also also die die einzelnen einzelnen Teilschritte, Teilschritte, dass dass man man nicht nicht bei bei jedem jedem Teilschritt Teilschritt einfach einfach festlegt, festlegt, so, so, das das nächste nächste Projekt Projekt das wird wird jetzt jetzt 2 Wochen2 Wochen sein sein oder oder das das nächste nächste Projekt Projekt wird wird 3 Wochen3 Wochen sein sein oder oder das das nächste nächste Projekt Projekt wird wird sein, sein, so so lange lange es es eine eine gewisse gewisse Zeit Zeit braucht braucht wird, wird, sondern sondern dass dass man man da da immer immer eben eben eine eine solche solche Taktung Taktung hat, hat, weil weil die die Sprints Sprints immer immer dieselbe dieselbe Dauer Dauer haben. haben. 2 Wochen2 Wochen oder oder so so etwas etwas sind sind nicht nicht unüblich, unüblich, können können auch auch abgebrochen abgebrochen werden, werden, wenn wenn sich sich herausstellt, herausstellt, dass dass der der Sprint Sprint unrealistisch unrealistisch geplant geplant war war oder oder wenn wenn sich sich mittendrin mittendrin herausstellt, herausstellt, dass dass Moving Moving Target Target eben, eben, dass dass die die Ziele Ziele sich sich geändert geändert haben, haben, sodass sodass man man ursprünglich ursprünglich in in die die richtige richtige Richtung Richtung gegangen gegangen ist, ist, aber aber im im Laufe Laufe der der Zeit Zeit eben eben nicht nicht mehr mehr in in der der richtigen richtigen Richtung Richtung ist. ist. Wichtig ist bei Wichtig ist Scrum bei der Scrum Begriff der Stakeholder, Stakeholder, der der häufig häufig in in mündlichen mündlichen Prüfungen Prüfungen auch auch falsch falsch wiedergegeben wiedergegeben wird. wird. Stakeholder Stakeholder sind sind eine eine ganze ganze Menge. Menge. Das Das sind sind ja, ja, das das Management Management der der Abteilung Abteilung oder oder des des Unternehmens, Unternehmens, das das ist ist der der Kunde, Kunde, also also der der Auftraggeber, Auftraggeber, der der eben eben am am Ende Ende das das Produkt Produkt abnehmen abnehmen muss muss und die und die Zahlung Zahlung vielleicht vielleicht nicht nicht selber selber aus aus seinem seinem eigenen eigenen Budget Budget zahlt, zahlt, aber aber die die Zahlung Zahlung auszulösen auszulösen hat, hat, also also der der dann dann dem dem Budgetgeber Budgetgeber sagt, sagt, ja, ja, es es ist ist alles alles richtig, richtig, bitte, bitte, bitte bitte Zahlung Zahlung veranlassen. veranlassen. Dann Dann noch noch Anwender, Anwender, denken denken Sie Sie an an Tukan, Tukan, da da ist ist der der Kunde Kunde und und Auftraggeber Auftraggeber eine eine bestimmte bestimmte Stelle Stelle in in der der TU TU Darmstadt Darmstadt gewesen, gewesen, während während Anwender Anwender sind sind Sie Sie als als Studierende, Studierende, ich ich als als Prüfender, Prüfender, Studienbüro Studienbüro ist ist ein ein weiterer weiterer Anwender, Anwender, Systemadministration, Systemadministration, weiterer weiterer Anwender Anwender und und so so weiter weiter und und so so fort, fort, die die dann dann wirklich wirklich tatsächlich tatsächlich dann dann später später mit mit dem dem System System umgehen umgehen sollen. sollen. Auch noch nicht die Endbenutzer. Entschuldigung, das habe ich jetzt falsch gesagt. Also hier ist zunächst die ganz Endbenutzer, die werden noch nicht hier an dieser Stelle einbezogen, höchstens dann noch in einem zusätzlichen Schritt. Das habe ich jetzt hier falsch gesagt. Die Anwender sind nicht die Endbenutzer, sondern diejenigen, die eben, so wie zum Beispiel hier im Hochschulrechenzentrum der TU Darmstadt, dann das Tukan-System betreiben. So, Transparenz heißt mit allen Stakeholdern intensiv und permanent kommunizieren. Werden wir gleich sehen, was das genauer heißen kann. Immer bedeutet, also Kommunikation heißt natürlich auch immer informieren und die Stakeholder sollen sogar, nicht nur dürfen, sondern sollen sogar bei bestimmten Projektmeetings dabei sein, werden wir gleich genauer sehen. Aber erstmal sind wir noch weiter bei den Rollen. Was wir bis jetzt noch gar nicht haben, ist das Projektteam. Und hier haben wir
im Gegensatz zu allgemeinen Projektvorgehensweisen wie agil, jetzt bei Scrum eine klare Definition. Es gibt zwei Rollen, die rigide festgelegt sind, der Product Owner und der Scrum Master. Und alle weiteren bilden dann das Entwicklungsteam. Und was das jetzt genau damit auf sich hat, sehen wir jetzt sofort. Was ist der Product Owner? Es ist ein Mitglied letztendlich des Projektteams, also in der Entwicklungsabteilung, die das Produkt oder die Dienstleistung entwickelt. Der guckt so immer so drauf, so ein bisschen von außen drauf, ob die Produkteigenschaften jetzt von Sprint zu Sprint wirklich eingehalten werden, ob man immer mehr näher zu den Produkteigenschaften kommt. Und ist sozusagen auch die Brücke, so ein bisschen der Übersetzer zwischen dem Auftraggeber, der ja aus seiner Sicht weiß, was er will, und dem Entwicklerteam, was eine andere Sprache potenziell spricht. Also natürlich mit anderer Sprache ist gemeint eine andere Fachsprache. Und auch dafür zuständig, dann, wenn es da Zielkonflikte gibt, dann eine entsprechende Priorisierung vorzunehmen und eine vernünftige Balance zwischen allen verschiedenen Zwängen zu finden. Der ist im Prinzip die Hauptbrücke zu den verschiedenen Stakeholdern und gehört aber, wie gesagt, zum Projektteam. Scrum Master ist eine interessante Rolle, die es so in anderen Projektvorgehensweisen nicht unbedingt gibt. Also Product Owner ist auch etwas, was eigentlich erst durch Scrum so als mögliche Rolle populär geworden ist. Scrum Master ähnlich. Ist jemand, der jetzt nicht unbedingt, der zwar zum Projektteam dazugehört, aber nicht unbedingt nur in diesem Projekt arbeitet, sondern zum Beispiel in verschiedenen Projekten jeweils als Scrum Master arbeitet oder vielleicht hauptsächlich sogar was anderes macht. Den Scrum Prozess koordinieren. Also wichtig ist, der entscheidende Punkt ist jetzt hier, die oberen Punkte, da glaube ich, brauche ich jetzt nicht viel zu sagen, aber der entscheidende Punkt ist jetzt das Verständnis dieser Rolle oder das Selbstverständnis dieses Scrum Master als dienende Führungskraft, ist jetzt kein Chef, kann jetzt keine Arbeitsanweisung ans Projektteam geben, bekommt aber auch keine Arbeitsanweisungen vom Projekt, hat eben entsprechend keine disziplinarischen Befugnisse, kann die Projektteammitglieder nicht disziplinieren, sondern ist so etwas wie ein Coach, der die ganze Zeit dabei ist, ja, als Moderator, Mediator, wie man das dann nennen will. Und dann so im Licht dieses letzten Aussage bekommen die Aussagen hier vorne vielleicht nochmal mehr Klarheit, koordiniert den Scrum-Prozess als Coach. Ja, kann natürlich nur Vorschläge machen, aber muss damit seiner natürlichen Autorität und mit der Autorität seiner besseren Argumente dann hier mitwirken. Mithelfen, eine klassische Coaching-Aufgabe, die Kommunikation zu verbessern. Und Probleme erstmal zu erkennen. Und also er löst die Probleme nicht unbedingt natürlich selber, aber er bringt es mit auf den Weg, dass die Probleme gelöst werden. Und so, glaube ich, gibt es ein rundes Bild davon, was uns die Aufgaben und Befugnisse eines solchen Scrum Masters sind. Entwicklungsteam, da sind wir wieder wie bei der allgemein agilen Projektdurchführung, möglichst autonom selbst organisiert agieren, sodass also eine Vielfalt Kompetenzen, also alle Kompetenzen, die so ein Projekt erfordern, von der Planung bis zur Qualitätssicherung, sollten da sein. Zum Beispiel diese, wenn es um ein Softwareprojekt geht. Jedes Mitglied sollte mehrere Kompetenzen haben, ja, damit, wenn jemand und jede Kompetenz sollte nicht nur bei einem Mitglied zu finden sein, wenn jemand krank ist oder das aus dem Team ausscheidet oder sowas, damit da möglichst keine
Ausfälle von Kompetenzen da sind, die nicht kompensiert werden können. Jedes Mitglied mehrere Kompetenzen, ja, damit man jeder auch die anderen möglichst gut versteht, nicht? Dass nicht jeder so ein, wie soll ich sagen, Fachidiot ist, der nur seine eigene Kompetenz versteht. Entwicklungsteam, man sagt, dass es 3 bis 9 Mitglieder sein sollen, nicht mehr als 9 Mitgliedern. Und wenn es mehr, wenn das Entwicklungsteam größer ist, dann entsprechend in Teilprojekte niederbrechen, die jeweils dann ihren eigenen Scrum-Vorgehensweise durchführen. Mindestens 3 wird man immer brauchen, um alle Kompetenzen abzudecken. Warum nicht mehr als 9? Ja, es gibt so die Erkenntnis aus der Psychologie, dass Gruppen, damit sie noch funktionieren können, nicht zu groß werden sollen. Und da gibt es unterschiedliche Sichtweisen, wie groß die Gruppe werden darf. Und hier hat man aus irgendwelchen Gründen die Zahl 9 gewählt, also als ungefähre Richtmarke, die besser nicht überschritten werden sollte, weil es dann zu kompliziert wird, dass jeder sich mit jedem abstimmen muss. So, was noch bei Scrum gegenüber agiler Projektdurchführung besonders ist, ist, dass man gesagt hat, okay, wir überlassen das nicht. Wenn ein Entwicklungsteam, wenn ein Projekt dem Scrum folgt, dann heißt das, wir überlassen es nicht dem Team selber zu entscheiden, wie es die Meetingsstrukturen aufbaut, sondern wir geben das durch Scrum vor. Eine Meetingstruktur ist ein Meeting ist täglich, der Daily Scrum, morgens typischerweise, am Anfang muss nicht sein. Und dann am Ende jedes Sprints noch 2 weitere Review und Retrospektive, die wir uns dann alle der Reihe nach ansehen. Schauen wir uns erst den Daily Scrum an. Zu Beginn, muss nicht zu Beginn sein, aber typischerweise zu Beginn jedes Tages. Ist natürlich bei Gleitzeitarbeit, wird man das wahrscheinlich nicht am Beginn des Tages legen können, aber sagen wir so, am Beginn der Kernzeit vielleicht, muss man halt dann ein bisschen flexibel sein. Wie weit das mit Homeoffice geht, ist nicht von vornherein ausgeschlossen, aber ist natürlich schwieriger. Man wird der Daily Scrum, ich meine, dadurch, dass es ein tägliches Meeting ist, muss man das natürlich ganz, ganz kurz halten. Sonst ist man die ganze Zeit nur noch in Daily Scrums jeden Tag drin. Ja, wenn Sie sich vorstellen, jeden Tag 3 Stunden Daily Scrum, dann kommt man ja gar nicht mehr weiter. Muss das also von vornherein sehr hart begrenzen, was auch insofern kein Problem ist, weil ja meistens dann am nächsten Tag, dann am nächsten Werktag, dann ja wieder der nächste Daily Scrum möglich ist. Es geht nicht um viel dabei. Es geht nur darum, wo stehen wir gerade, wer ist wie weit gekommen und so weiter und welche Probleme gibt es. Aber eben noch nicht hier die Lösung von Problemen zu diskutieren. Da muss man dann eben aufpassen, weil das ja typischerweise ganz schnell diesen engen Zeitrahmen sprengt. Und es macht keinen Sinn, dass das gesamte Entwicklerteam an einer Lösung mitarbeitet, 3 Stunden lang in einem 3-Stunden-Meeting, was vielleicht nur 2 oder 3 Leute betrifft. Also in 15 Minuten nur, dass alle auf demselben Stand sind, wo das Projekt gerade steht, welche Probleme es so gibt. Und diese Probleme werden dann außerhalb dieses Daily Scrums dann von denjenigen gelöst, die wirklich damit zu tun haben, plus dem Scrum Master. Der hat die Aufgabe dann, wenn Probleme identifiziert wurden, sich im Nachgang darum zu kümmern, dass diese Probleme zur Lösung geführt werden. So, jetzt hatten wir gesagt, es gibt am Ende jedes Sprints noch 2 Meetings. Warum 2? Gehen wir erstmal das erste durch, Review. Da sind alle wesentlichen Leute potenziell daran beteiligt, sollten eigentlich. Ist natürlich etwas, was häufig geografisch gar nicht so geht mit physischer Anwesenheit, wo man sicherlich häufig dann eher ein Online-Meeting, eine Videokonferenz oder so etwas haben wird. Wo das Entwicklungsteam kurz erklärt, was da rausgekommen ist und wo dann mit allen Stakeholdern besprochen wird, inwieweit das Ergebnis so richtig ist und was die nächsten Schritte sein werden. Und der Product Owner entscheidet dann auf Basis des Feedbacks von allen Stakeholdern, ob das so abgenommen ist oder ob man da noch weiter dran machen muss, dann im nächsten Sprint.
Gut, Retrospektive, was ist das? Ein zweites Meeting nach jedem Sprint. Das ist jetzt nur im Team selber, nur im Entwicklerteam selber, nur das Projektteam selber. Dementsprechend, also das ist, was der Begriff geschützter Raum hier bedeutet. Diese Leute, die das Projektteam halt bilden und diskutieren dann nochmal offener, also in der großen Runde, wie das Ganze wirklich gelaufen ist. Da können dann eben auch Dinge zur Sprache kommen, die in der großen Runde nicht zur Sprache kommen können, so einfach. Und überlegen sich dann natürlich auch nochmal interne Verbesserungsmaßnahmen. Und auch hier wieder spielt der Scrum Master die federführende Rolle. Also Sie sehen jetzt durch die verschiedenen Folien, dass das Bild, was der Scrum Master so für Tätigkeiten hat, jetzt so langsam rund wird, aber es bleibt dabei. Im Prinzip ist er so etwas wie der Coach. So, damit sind wir mit Projektvorgehensweisen fertig. Wir sind auch eigentlich fast fertig. Ich möchte noch ganz zum Schluss noch etwas sagen. Projekte, jetzt nochmal zurück in die Schule. Es gibt den Begriff projektorientierter Unterricht und es gibt den Begriff Projektunterricht. So, zum Beispiel eine Dokumentation zu irgendwas erstellen, ein Poster oder ein Video oder ein Buch oder eine Ausstellung oder was auch immer. Oder Projektunterricht, Theaterprojekt. Ja, brauche ich nicht zu sagen, was ein Theaterprojekt ist. Wobei die Aufführung des Stücks eigentlich gar nicht mal so sehr das Projekt ist, sondern das Projekt ist eigentlich eher die Vorbereitung, nicht? Hatten wir schon mehrfach. Die Mondlandung ist natürlich auch ein Projekt, aber das eigentliche große Kreativprojekt war die Vorbereitung der Mondlandung und so weiter. Filmprojekt war dasselbe. Programmierprojekt im Informatikunterricht, versteht sich. Ich will nur ganz kurz ein Beispiel hernehmen. Es gibt hier eine Art dauerhaftes Projekt mit vielen Einzelprojekten und dem Begriff SELM, Schülergenossenschaft SELM, finden Sie das? Oh, wenn es Sie interessiert, können Sie da weiterschauen. Habe ich zufällig gesehen, als ich die an den Folien gebastelt habe, habe ich mir gedacht, kann ich einfach mal hier mit raufnehmen. Vielleicht interessiert es Sie ja. So, das kann natürlich im Unterricht passieren oder wie so eine Theater AG typischerweise eben außerhalb des Unterrichts. So, was ist da Projektunterricht? Dazu gibt es auch den Begriff Lernprojekt als Synonym mehr oder weniger nach meinem Verständnis. Eine Unterrichtsform mit Projektcharakter, wenn es um Arbeit in Gruppen geht. Nun ist natürlich nicht jede Arbeit in Gruppen gleich sowas Projektartiges. Typischerweise fächerverbindend interdisziplinär, also da bietet sich natürlich beispielsweise Informatik an. Informatik verknüpft mit irgendeinem anderen Fach, dass man eine Informatik-IT-basierte Sache macht mit Inhalten aus einem anderen Fach oder solche Sachen. Aber es muss natürlich nicht immer die Informatik dabei sein. Man kann sich zum Beispiel auch Geschichte und Naturwissenschaft da vorstellen. Dann eben Wissenschaftsgeschichte oder so etwas. Das würde mir spontan einfallen. Und da gibt es bestimmt noch eine ganze Menge anderer Möglichkeiten. Längere Zeit, wobei ich jetzt nicht sagen möchte, was ich unter länger verstehe, ein bestimmtes kleines punktuelles Thema, nicht? Das ist typisch, so würde man Projektunterricht verstehen. Eben nicht das, was sonst so im Unterricht gemacht hat, dass man mit einer gewissen Geschwindigkeit systematisch durch irgendwelchen Unterrichtsstoff durchgeht. So. Was ist der Unterschied zwischen Projektunterricht und Projektmethode? Das Wie des Vorgehens, also wie man Projektunterricht gestaltet. Ja. Also es handelt sich um denselben Gegenstand, Projektunterricht und Projektmethode, aber verschiedene Blickwinkel. Projektunterricht, da ist das Was im Vordergrund, bei Projektmethode ist das Wie im Vordergrund. Ich möchte hier etwa eine Projekt aus dem Unter aus dem Informatikunterricht eine Projektmethode hernehmen, etwa, dass man erstmal die Aufgabenstellung klärt. Also Sie sehen, das ist schon sehr beispielhaft auch für anderen Projektunterricht, der nichts mit Informatik zu tun hat. Dann die Projektskizze erstellen, das wird man bei einem Buchprojekt oder bei einem Ausstellungsprojekt und Ähnlichem vielleicht auch machen müssen. Wenn man vorher weiß, in welchem Raum die Ausstellung stattfindet und welche technischen Gegebenheiten man hat und so weiter, oder denken Sie an ein Filmprojekt, Projektplan mit Gruppen- und Arbeitsprozessen, also dass man dann die Umsetzung genau plant. Genau das, was wir hier eben auch hatten, Projekt unter dem Stichwort Projektplanung und dann die eigentliche Projektarbeit und dann Projektergebnis präsentieren und Ergebnis reflektieren. Also Sie sehen, obwohl das eigentlich ein Beispiel ist, aus
Informatikunterricht lässt sich das problemlos übertragen auch auf andere Arten der Projektarbeit mit anderen Fächern. Worum geht's? Was ist die Zielsetzung? Ja, vielfältige Kompetenzen sollen erworben und eingeübt werden, also beides, erworben und eingeübt, nicht? Die eben im normalen Unterricht jetzt nicht so im Vordergrund stehen, eben die Teamarbeit, die bei anderen Gruppenarbeiten, wie diskutieren in Gruppen oder sowas, ja nicht denselben Charakter hat wie in einem Projekt mit Arbeitsaufteilung und Spezialisierung, dass sie eben auch verschiedene Rollen einnehmen. Wir hatten das jetzt eben bei Scrum, mit Scrum Master, Product Owner und Entwicklerteam. Und eben auch die Kompetenzen, denken Sie an Kapitel 1 nochmal, präzise Absprachen zu treffen, auf deren Basis dann die Zusammenarbeit hoffentlich zielführend sein wird. Vorgehen unter, zielorientiertes Vorgehen unter Terminvorgabe ist sicherlich auch etwas, was sonst im Schulunterricht nicht unbedingt immer im Vordergrund steht. Auch ein Fernziel konsequent verfolgen, ja, was Sie beispielsweise im Studium dann haben mit Ihren Abschlussarbeiten, wo Sie auch ein Fernziel konsequent verfolgen, nämlich, dass die Arbeit irgendwann mal abgabereif ist. Und das ist sicherlich etwas, was auch sonst in der Schule jetzt nicht so Referate oder Ähnliches könnte man auch hier als Beispiele hernehmen, wo ein Fernziel konsequent verfolgt wird. Niederbrechen in kleinere Teilziele, das ist gerade bei Gruppenarbeit natürlich wichtig, damit jedem seine Aufgaben gegeben werden können. Und natürlich die Zeitplanung. Es gibt, wir hatten das eben hier oben unter Terminvorgabe. Das erfordert natürlich eine Zeitplanung. Was ist sonst noch so typisch? Dass die Lernenden mehr Mitspracherecht haben als bei anderen Formen des Unterrichts oder sogar in gewissen Grenzen alleiniges Entscheidungsrecht haben. Dass das Team sich selbst organisieren kann. Das ist etwas anderes als Teams in der Industrie und Wirtschaft, nicht? Die organisieren sich nicht selbst, sondern die werden von der Abteilungsleitung zusammengestellt. Da wird ein Teamchef von der Abteilungsleitung bestellt und entweder der sucht sich dann mal seine Mitarbeiter zusammen oder die werden von der Abteilungsleitung zusammengesucht oder wie auch immer. Ob das Ganze wirklich die Vorstellung von demokratisch entspricht, einmal dahingestellt. Interdisziplinarität hatten wir schon, muss nicht zwingend sein, aber ist häufig so. Hatten wir eben als Beispiel Programmierprojekt für Themen aus anderen Fächern. Und das ist natürlich auch etwas, was ein häufig anzutreffendes Merkmal ist. Ja, der ganze Projektunterricht macht natürlich nur dann Sinn, wenn da eine punktuelle Aufgabe bearbeitet wird, die nicht nur ein Selbstzweck ist, sondern die über die Schule hinausweist. Sonst wird es auch mit der Motivation der Schülerinnen und Schüler sicherlich etwas schwierig. So, ich möchte noch was zu demokratisch bzw. selbstorganisiert dazu sagen. Ich habe, als wir Bachelor und Master eingeführt haben, also das alte Diplom Informatik beendet haben, Bachelor und Master eingeführt haben, habe ich dazu zusammen mit anderen eine Lehrveranstaltung namens Bachelor-Praktikum erfunden. Das ist eine Pflichtveranstaltung, Bachelor of Science Informatik. Danach dann auch in andere Bachelor-Studiengänge mit hohem Informatikanteil übergegangen. Auch dort zur Pflichtveranstaltung geworden oder zur Wahlpflichtveranstaltung, je nachdem. So, und wir hatten dasselbe gemacht, erst einmal wie immer, wie man das weltweit so macht, in Informatik und in anderen Bereichen, dass wir die Teams irgendwie zusammengestellt haben, beziehungsweise den Leuten erlaubt haben, den Studierenden erlaubt haben, sich selbst in Teams zusammenzufinden, von der Größe 4 als Sollgröße. Natürlich passt es nicht immer, manchmal abweichend auch nur 3. Und dann, dass wir ihnen die Selbstorganisation dann ganz überlassen haben. Für manche Teams hat das sehr gut funktioniert, aber für sehr viele Teams, für allzu viele Teams, hat das überhaupt nicht funktioniert mit der Selbstorganisation. Wir haben es auch versucht mit der hochschuldidaktischen Arbeitsstelle der TU Darmstadt, dann mit Teambegleitung eben mit solchen Sachen wie Coaching und Mediation zu machen, aber das hat alles keinen Fortschritt gebracht. Und dann habe ich mir das mal überlegt über ein Wochenende hinweg und bin zu dem Schluss gekommen, was machen wir da eigentlich? In keiner Firma, in keiner Abteilung dieser Welt würde man ein Team sich bei der Organisation selbst überlassen. Selbstverständlich würde man von außen her, von Abteilungsleitung her, das Team zusammenbauen.
insbesondere Teamleiter. Und da ist die Idee gekommen, wo kriegen wir diese Teamleiter her? Naja, wissenschaftliche Mitarbeiter, Doktoranden wären natürlich schon eine gute Sache, aber die sind auch mit anderen beschäftigt. Die Idee war jetzt, im Bachelorstudium ist das Bachelorpraktikum als Pflichtpraktikum. Wir ergänzen das durch ein weiteres Praktikum, Teamleiterpraktikum im Masterstudiengang. Nicht als Pflicht, weil natürlich nicht alle Studierenden dafür geeignet sind, sondern es sollen nur gut geeignete Studierende da den Weg hinfinden. Und die fungieren dann als Teamleiter für die Teams aus Bachelorstudierenden. So ein bisschen so ähnlich vielleicht wie der Scrum Master, ein bisschen autoritärer, ein bisschen mehr Entscheidungskompetenzen als der Scrum Master. Und überwachen das Ganze auch genau, also auch disziplinarisch und greifen dann auch tatsächlich ein bei Problemen im Team oder auch bei Problemen mit Stakeholdern. Also bei Problemen in dem Bachelorpraktikum bearbeitet hier das Team eine Aufgabe, die von außen, von typischerweise von Arbeitsgruppen des Fachbereichs, ihnen gestellt werden und wo diese Arbeitsgruppe tatsächlich ein Interesse am Ergebnis hat. Also das dann weiter zu verwenden. Und da ergibt sich genau diese Kundenentwicklersituation, wie in Industrie und Wirtschaft. Und geben sich auch genau diese Reibereien, die es eben auch in Industrie und Wirtschaft immer gibt. Und da soll ein bisschen ähnlich wie der Product Owner vielleicht auch bei Scrum, da soll dann auch der Teamleiter eine gewisse Brücke sein, soll sich aber weitgehend zurückhalten. Also möglichst im Hintergrund bleiben, nur dann eingreifen, wenn es wirklich notwendig ist. Eben genau aus diesem Grunde hier. Also die Studierenden sich demokratisch selbst organisieren zu lassen, ist für mich die Frage, ob wir da nicht übermenschliche Ansprüche an die Lernenden stellen. Und wie die Ergebnisse gezeigt haben, fürchte ich, lautet die Antwort darauf ja. Also das ist vielleicht ein Punkt, den Sie auch für Schülerpraktika im Kopf behalten sollten, dass sie nicht so hohe Ansprüche an die Selbstorganisation eines Schüler- und Schülerinnen-Teams stellen. Nicht höhere Anforderungen als in Industrie und Wirtschaft an Teamorganisation gestellt wird. So, hier muss ich aber noch was natürlich, was die Schulsituation angeht, sagen. Projektunterricht ist aufwendig, kostet Sie als Lehrkraft eine Menge Zeit, kostet auch, wenn es im Rahmen der Unterrichtsstunde ist, kostet natürlich auch viel Unterrichtszeit. Sie haben ein Curriculum abzuhandeln und alles, was Sie mit Projektunterricht machen, geht vom Curriculum ab. Kann also dementsprechend weniger in Breite gehen. Auf der anderen Seite muss das Curriculum natürlich auch berücksichtigt werden. Zeit ist wertvoll, ist ein knappes Gut und daher müssen Sie sich genau überlegen, vor sich selber gut begründen. So toll Projektunterricht auch sein mag, so sinnvoll er auch sein mag, inwieweit Sie diese Zeit dafür tatsächlich opfern können. Und da möchte ich Ihnen vielleicht einen Punkt ans Herz geben. Machen Sie nicht irgendwas allein deshalb, weil es gerade modern ist. Gilt natürlich nicht nur für Projektunterricht. So, damit bin ich mit diesem Foliensatz und damit mit der gesamten Vorlesung durch. Möchte mich bei Ihnen bedanken. Bei Fragen und Problemen wissen Sie ja, wie Sie mich per E-Mail erreichen können. Steht außerdem nochmal alles in Moodle drin. Und damit beende ich diese Vorlesung und damit die gesamte Vorlesungsreihe ZIUW 2023. Tschüss.